Die Elektrotechnik findet man eigentlich überall. Sie ist in unserem Alltag eigentlich nicht mehr wegzudenken. Elektrotechnik nennt man eigentlich die Profession, die Ingenieurwissenschaft, die sich mit allem beschäftigt, was irgendwie auf den Grundlagen der Elektrizität oder des elektrischen Stroms beruht. Also zu der Elektrotechnik gehören diese alltäglichen Dinge wie elektrische Maschinen, Leistungselektronik, aber auch zum Beispiel Energieübertragung wie Kraftwerke. Es kommen aber auch solche Dinge dazu wie Nachrichtentechnik, Informationstheorie, aber auch Regelungstechnik, Messtechnik und in meinem Fall eben die Elektronik oder die Schaltungstechnik. Ja, ich glaube, das gilt mittlerweile für uns alle. Das erste Gerät elektrotechnischer Bauart, das jeden Morgen als allererstes in die Hand nimmt, sind unsere Smartphones. Da guckt jeder morgens mal drauf, wie viel Uhr ist es denn? Und dann guckt man mal schnell vielleicht E-Mails oder hat über Nacht irgendjemand was ganz Tolles getwittert oder so. Und das Ding steckt einfach voll mit Elektrotechnik, mit Elektronik und Schaltungstechnik. Aber was soll man danach sagen? Der Toaster. Im Toaster gibt es einen Bräunungssensor, das ist Elektronik. Danach natürlich mein Computer, mein Laptop, meine Maus. Wenn man nochmal ein Bild gemacht hat, der Bildsensor ist alles Elektronik und eben Elektronik, alles Elektrotechnik. Ein aktuelles Problem, woran wir arbeiten, ist, sogenannte Hirn-Computer-Schnittstellen zu realisieren. Das heißt, wir wollen elektronische Schaltungen ins Gehirn reinbringen oder ans Gehirn, neurodegenerativ erkrankten Menschen sozusagen eine Hilfsmöglichkeit zu geben, aber auch um sozusagen Assistenzsysteme aus dem Gehirn raus steuerbar zu machen für zum Beispiel querschnittsgelähmte Patienten. Das ist ein hochspannendes, aber auch hochbrisantes aktuelles Forschungsthema bei uns. Also Prothesensteuerung ist eine allererste Sache, Endoskelettsteuerung. Im allerersten Moment geht es bei diesen Forschungen hauptsächlich darum, zuerst mal die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dass man einem Computer darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Desktop-Computer, der irgendwo rumsteht, aber es kann irgendwie auch, ich sag mal, was in der Größe eines Smartphones sein, verständlich macht, was das Gehirn gerade an Motorik zum Beispiel steuern will. Das heißt, das Gehirn sollte irgendwann in der Lage sein zu denken, geradeaus, rechts oder links. Es sagt uns das aber nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Daten aufnehmen, die Daten verarbeiten und dann zum Beispiel einem Rollstuhl überhaupt mal sagen, wohin fahren soll. Also ein prominentes Beispiel wäre zum Beispiel Stephen Hawking, der einfach nichts mehr bewegen kann, außer vielleicht noch seiner Zunge oder seinen Augen, wenn überhaupt. Und wenn der seinen Rollstuhl bedienen will, dann ist das schon sehr schwer. Und wenn man dort irgendwann die Möglichkeit hätte, so eine Gehirn-Computerschnittstelle eben sicher zur Verfügung zu stellen, dann wird das natürlich einen enormen technischen Fortschritt für diese Patienten bedeuten. Also das größte Problem von Mikroelektronik steckt schon im Namen. Wir arbeiten mit Mikro. Das ist mittlerweile nicht mehr Mikro, sondern Nano. Die Strukturen, die wir bauen, die kann man noch nicht mal sehen. Was wir bauen, hat normalerweise Ausmaße von einigen Quadratmillimetern. Das heißt, es ist kleiner wie ein Fingernagel. Aber auf diesen kleinen Strukturen haben wir Milliarden von Einzelstrukturen. Das heißt, es ist eine wirklich sehr hochspannende Technik, wie man Schaltungstechnik sozusagen von makroskopischen Skala auf diese Nanoskalierung runterbekommt. Und das macht es auch immer sehr schwer, einen Effekt beim Zeigen hervorzurufen, weil es einfach nur klein ist. Man sieht aber im ersten Moment nicht wirklich, was das macht, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu einem Auto oder zu einem Kraftwerk. Lötkolben, muss ich sagen, benutzen bei mir die Doktoranden bzw. die Wissenschaftler relativ selten. Der Computer ist eigentlich unser alltägliches Werkzeug. Genau. Das größte Problem, sich für Ingenieurwissenschaften in der Schule als junger Mensch zu begeistern, ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, was Ingenieure tun. Denn es gehört einfach nicht zu den klassischen Fächern, außer man ist vielleicht an einem technischen Gymnasium. Wenn man allerdings Spaß an naturwissenschaftlichen Fächern hat, insbesondere zum Beispiel Physik, Mathematik, Informatik, dann aber nicht nur an den grundlegenden Fragestellungen, sondern insbesondere an Technikanwendung auch Spaß hat, dann kann man das wunderbar einfließen lassen. Denn was wir eben machen, ist, dass wir naturwissenschaftliche Effekte nutzbar machen für technischen Fortschritt. Die Berufsaussichten für Ingenieure sind, kann man eigentlich nicht anders sagen, sind exzellent. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass keiner mehr als 3 Monate warten muss, bevor er seinen ersten Job nach Abschluss des Studiums hat. Wenn man noch eine Promotion dranhängt, das sind zum Beispiel meine Wissenschaftler am Institut, die haben auch schon Jobangebote, bevor sie überhaupt fertig sind. Das gilt auch für die meisten unserer Studenten, weil sie einfach irgendwann mal eine Bewerbung losschicken und direkt ihre ersten Vorstellungsgespräche haben. Das heißt, Jobaussichten sind extrem gut. Die Fertigung von Produkten, wenn man jetzt überlegt, ein Smartphone wird vielleicht in Deutschland entwickelt, wird dann nachher in China gebaut. Solange etwas nicht Massenfertigung bedeutet,
lässt sich extrem gut in einem Hochlohnland wie Deutschland entwickeln, bauen und auch verkaufen. Und das gilt natürlich zum Beispiel für unseren Maschinenbau, aber es gibt keine Maschine, die ohne Elektrotechnik laufen würde, denn irgendwo kommt der Stromanschluss rein und mehr als das. Also wir müssen nicht nur den Netzanschluss anlegen sozusagen, aber es gilt für alle anderen Produkte genauso, außer eben für Massenproduktion. Massenproduktion wird immer in Billiglohnländer ausgelagert, aber das gilt eben nicht nur für Elektrotechnik, sondern auch für alle anderen Metiers. Die Absolventen, die jetzt bei mir speziell im Bereich der Mikroelektronik absolvieren, landen zur Hälfte wirklich im Bereich der Elektronik. Das heißt, die gehen zu Firmen wie Intel, Intel Mobile Communication, Infineon, die landen bei Texas Instruments, die gehen sehr stark zum Beispiel zu Firmen wie Bosch, wo sie einfach bei Bosch Sensortech oder bei Bosch im Haus eben in Bereichen Elektronik und integrierten Schaltungen arbeiten. Die andere Hälfte geht zu Firmen, die eigentlich primär nichts mit Elektronik oder integrierten Schaltungen zu tun haben, einfach weil sie eine Expertise mitbringen, die diese Firmen jetzt zum Beispiel benötigen. Ich nenne mal als ein Beispiel die Firma Zeiss in Oberkochen, was einfach auch sehr nah jetzt an Ulm ranliegt. Die arbeiten eigentlich an Technologien, die zur Halbleiterproduktion, zur Produktion von integrierten Schaltungen benötigt wird. Aber selbst machen sie natürlich keine integrierten Schaltungen und trotzdem brauchen sie ja die Expertise unserer Ingenieure, damit sie eben ihre Arbeit und ihre Produkte entwickeln können.